Ihr schaut hier das, oder ihr seht hier das neue Samsung Galaxy S4 Mini mit einem 4,3 Zoll Bildschirm, endlich auch ein relativ kleines S4. Allerdings ist die Technik hier auch etwas schwächer mit einem nur 960x540 Pixel Display auf 4,3 Zoll und natürlich nur Dual-Core-Prozessor, 8 Megapixel Kamera, 1,9 Megapixel Kamera und ein wirklich trotzdem sehr schickes Design, was dem Galaxy S4 natürlich sehr ähnelt, wie ihr hier sehen könnt. Einmal klein und groß hier nebeneinander, wirklich beide sehr schick und natürlich beide ein Live-Companion. Was ihr hier auch sehen könnt, ist, dass wir hier natürlich hier noch ein paar Sensoren haben, neben der Kamera. Das gibt es genauso, aber auch in weiß. Und dann haben wir hier auch noch einen An- und Ausschalter, einen Home-Button, beziehungsweise hier seitlich noch einen Lautstärkeregler und einen An- und Ausschalter. Unten haben wir Mikro-USB natürlich, kann nicht fehlen, und Mikrofon, hauptsächlich für Rätseln eigentlich ausgelegt. Und oben natürlich Kopfhöreranschluss und auch hier wieder Infrarot mit dabei, sehr wichtig. Dann, wenn wir hier wollen, können wir auch die Rückseite einfach abmachen, indem wir hier seitlich das Ganze hier abmachen. Und ihr seht hier auch gleich, nein, das ist keine NFC, das ist bloß so viel Plastik rausgefräst, dass es so leicht ist, wie es nur sein kann. Und wenn wir hier den Akku rausnehmen, dann sehen wir auch gleich, dass hier der Akku auch wirklich angenehme 1000 mAh hat und somit recht viel. Und Micro-SD und Micro-SIM passen hier auch wunderbar rein. Also hier nicht mehr Standard-SIM bei dem Samsung Galaxy S4 Mini. Aber ansonsten natürlich immer noch Blitz und Kamera hier mit dabei. Und das Plastik ist auch immer noch wunderbar gut biegbar. Also auch schön leicht und man kann auch sagen stabil. Fühlt sich hochwertig an, weil es ein gutes Gewicht hat übrigens. Jetzt machen wir es mal kurz an. Dauert ein bisschen länger natürlich, wenn wir hier den Akku rausnehmen, aber es vibriert auch schön stark, das heißt noch I9195 hier und wirklich, wir können es auch noch mal kurz hier in Dicke vergleichen, eigentlich auch alles identisch, wenn wir es so anschauen. Ich kann es auch mal kurz umdrehen, dann sehen wir auch genau die gleichen Knöpfe, beim S4 Mini natürlich etwas kleiner, hier jetzt natürlich weiß und schwarz im Vergleich, aber in der Höhe auch etwas unterschiedlich, beziehungsweise wenn wir sie so übereinander stellen, dann seht ihr wirklich, dass es hier doch eine Differenz gibt. So, es ist jetzt natürlich schon hochgefahren, es geht natürlich relativ schnell und dann können wir hier gleich in die Kamera rein und uns hier das Ganze anschauen, wie schnell das ist, sehr angenehm. Und hier sind die ganzen Blogger-Kollegen natürlich. Ich kann jetzt hier auch den Modus ganz einfach wechseln zur von Front zur Rückkamera. Dauert kurz, ist noch ein Pre-Production-Sample, von daher kann es etwas dauern. Ja, das seht ihr auch eigentlich schön schnell und scharf mit 1,9 Megapixel und hier meine bekannte orangene Brille. Aber ansonsten, ja, gehen wir wieder hier raus aus dem Menü. Das war das Samsung Galaxy S4 Mini hier mit angenehmer Geschwindigkeit und Größe eigentlich. Und mit dem S3 Mini wird es bald auch einen Vergleich von uns geben. Natürlich, das haben wir zu Hause rumliegen und jetzt muss es nur noch auf den Markt kommen. Für ungefähr 449 Euro haben wir schon im Vorverkauf gesehen bei Mediamarkt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch Grahl.